Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kenne das Sprichwort, was Herr Hertha hier gerade genannt hat, etwas anders, ist im Sinn aber gleich. Steig ab von dem Pferd, das du reitest, wenn du merkst, dass es tot ist. Und das ist genau der Punkt, den Sie heute hier leider nicht hingebracht haben. Sie haben Reden gehalten, die Sie vorbereitet haben, die waren aufgeschrieben, und Sie konnten nicht auf das reagieren, was Ihnen hier vorgetragen worden ist, auch nicht darauf reagieren, dass jetzt alle Spitzenverbände dieser Vereinbarung zugestimmt haben. Und ich bin nur froh, dass wir teilweise Redezeit hier auch richtig konstruktiv nutzen konnten, indem wir die Vereinbarung von unserer Seite auch schon mal unterschrieben haben, während wir hier im gemeinsamen Parlament sitzen, um das auch noch mal deutlich zu machen, dass wir die Dinge dann auch handwerklich zu Ende bringen. Das ist wichtig. Herr Cooper, 2012, das will ich Ihnen gerne noch mal mitgeben, das müssten Sie eigentlich aufmerksam betrachtet haben, denn 2012 im Dezember habe ich auf dem Parlamentarischen Abend des Städtetages genau mit den Vertretern der Kommunalen Spitzenverbände über den Vorschlag von Frau Löhrmann damals diskutiert, nämlich eine Arbeitsgruppe einzurichten jenseits der juristischen Positionen, um sich anzugucken, wie kann man gemeinsam dazu kommen, Kosten einmal zu prognostizieren und auf eine gemeinsame Grundlage zu stellen. Wir hätten in der Tat etwas früher fertig sein können, wenn damals auf diesen Vorgang eingegangen worden wäre, den wir jetzt aber genau so durchgeführt haben und zu einem guten Ende gebracht haben. Und deswegen bin ich froh, dass dieser anstrengende, herausfordernde Prozess dann auch so gut gelungen ist. Und in der Zwischenzeit, was haben Sie denn getan? Haben hier Haushaltsanträge vorgelegen von Ihnen? Haben Sie heute erklärt, dass Sie dieses Ergebnis für die Kommunen dann auch mittragen werden im Landeshaushalt? Wo ist das von Ihnen bekundet worden? Wo haben Sie uns gesagt, dass Sie das mittragen, das über die Legislatur hinaus verlässlich für die Kommunen finanziert wird? Das war doch das Signal, dass nach 2017 überhaupt kein Weg an Rot-Grün vorbeiführt, weil wir dann nämlich diese Zusagen auch einhalten werden. Und bei aller Würdigung der Kommunalen Spitzenverbände, ihrer Vertreter, die mit uns gemeinsam geredet haben, eine Bemerkung, lieber Kollege Hertha, sei mir doch erlaubt. Ja, natürlich, alle haben für ihr Anliegen sich wirklich hineingeworfen und das Beste rausgeholt. Ich habe nicht ganz nachvollziehen können. Das habe ich Anfang der Woche gedacht, warum Herr Schneider noch mal kommentiert hat, es sei hier Inklusion zum Nulltarif vorgesehen gewesen. Und ich will noch mal bilanzieren, was das Land investiert in dieser Legislatur. Das sind alleine an Kosten für das Lehrpersonal 750 Millionen Euro. Das sind 100 Millionen Euro für Weiterbildung, für die Ausbildung von zusätzlichen Sonderpädagogen. Etwas, was Sie unter Schwarz-Gelb überhaupt nicht angefasst haben. Und es sind jetzt diese 175 Millionen, die wir obendrauf tun, zur Unterstützung der kommunalen Schulträger. Das macht über 1 Milliarde Euro. Und wer da von Nulltarif spricht, ich finde, das ist, na, soll ich es dreist nennen, soll ich es vergessen nennen, ich weiß es nicht, ich will es nicht abschließend beurteilen, vielleicht kommt da die Erkenntnis auch etwas später. Und was mich dann doch ein bisschen irritiert hat, Frau Gebauer, die Töne, Anfangstöne waren wieder moderat, aber am Ende sind doch die alten FDP-Positionen doch durchgekommen, ganz klar. Wenn Sie von Zwangsinklusion sprechen, dann machen Sie Eltern Angst. Sie machen hier ein Szenario auf, was absolut unseriös ist. Wenn Sie davon sprechen, und das war doch der Unterton in Ihrer Rede, dass Kinder mit Behinderungen andere Kinder beim Lernen behindern, das steckt doch wieder ganz tief in dieser Tonlage drin, in dem, was Sie gesagt haben. Und schauen Sie sich das in Ihrer Rede noch einmal an, dann ist das auch unseriös und ist durch nichts belegt. Um das Nächste, Frau Kollegin, Sie wissen doch sehr genau, ich weiß doch, dass Sie die Unterlagen lesen, auch den Landesrechnungshofbericht. Sie wissen doch sehr genau, dass im Bereich der Förderschulen Lernen durch die Demografie schon 60% der Förderschulen längst unter die Mindestgröße gefallen ist und noch nicht mal die Ausnahmeregelung erreicht haben. Was wollen Sie uns denn hier vormachen? Das ist doch wirklich, das ist unseriös. Und jetzt frage ich zum Schluss noch den Kollegen Kaiser, denn das habe ich mir natürlich jetzt auch noch mal aufgehoben. Werter Klaus Kaiser, ich will noch mal fragen. Wir haben doch gemeinsam in Zeiten der Minderheitsregierung Antrag erarbeitet, der dann am Tag der Auflösung des Landtags nicht miteinander verabschiedet werden konnte.
Da waren genau die Eckpunkte beschrieben, die wir dann eingebracht haben zur Umsetzung des ersten Gesetzes auf dem Weg zur Umsetzung der UN-Konvention im schulischen Bereich. Genauso, ganz genauso. Und wir haben diskutiert, was das bedeutet in der Praxis. Und da macht sich der Kollege Gleiser jetzt einen schlanken Fuß und sagt, da habe ich gar nichts mehr mit zu tun. Das waren die Diskussionen, die wir auch fachlich miteinander geführt haben. Da will man heute nichts mehr von wissen. Und das andere, auch der Schulkonsens. Förderschulen, soweit sie trotz Inklusion erforderlich sind. Das war ganz klar. Und es war ganz klar, dass die Demografie schon längst gewirkt hat und dass wir natürlich auch zur Konzentration von Standorten dort kommen werden und dass das richtig und gut ist an der Stelle. Und dass wir trotzdem diesen Bedarf, wo Eltern ihn sehen, dann auch realisieren können. Das will man heute alles nicht mehr so wissen. Ich nehme die Distanzierung des Kollegen dann auch hier zur Kenntnis. Und die Frage ist, will man sich vom Schulkonsens in dieser Frage verabschieden? Von dem, was wir in der Minderheitsregierung einvernehmlich hier beschlossen haben und besprochen haben. Und vor allen Dingen, Herr Kaiser, die CDU war doch in der Tat froh, dass die Blockade durch die FDP abgelöst war, dass sie dadurch nicht mehr gebunden waren. Damals war es ja so, dass die FDP sogar bewirken wollte, dass hier im Landtag nicht von Inklusion gesprochen wird, diese Vokabel gar nicht in den Mund genommen wird. Finden Sie da zurück zu einer konstruktiven Haltung in der Umsetzung. Da fahre ich gerne wieder mit gemeinsam mit Ihnen über das Land und gucke mir die Standorte an. Dann können wir vielleicht an andere gemeinsame fachliche Diskussionen anknüpfen. Heute war das ein vorbereitetes Papier. Ich verstehe, das hatten wir unter G8 und zu der Debatte heute auch schon so. Aber vielleicht mit ein bisschen Abstand kommen wir da zu einer anderen Debatte zurück. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin.